Meine geliebten YouTube-Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir haben ja aktuell Sommerpause in der laufenden Motorsportsaison. Für uns geht der nächste Lauf in der GLP am 20. August erst wieder los und wir werden vorher noch ein bisschen Tourifahrten machen. Vielleicht bin ich am Wochenende auch am Nürburgring. Da ist jetzt ganz aktuell ADAC Race Weekend und so weiter. Aber Fakt ist, jetzt ist Sommerpause. Jetzt müssen wir hier, muss ich die Zeit ein bisschen überbrücken, sage ich mal. Insofern ist nicht jeden Tag nur Arbeiten im Fitnessstudio angesagt. Ich habe etwas Nachschub im Fuhrpark, da habe ich für gesorgt. Das zeige ich euch in einem weiteren Video. Heute geht es darum, ich habe was bestellt, entsprechend für unser neues Gefährt, was wir im Fuhrpark haben. Und das will ich euch zeigen, denn ich bin so überzeugt davon. Schauen wir uns das ganze Ding mal an. Wir packen das jetzt mal aus, ob das auch so gut ist, wie es beschrieben worden ist. Es war im Angebot und das seht ihr jetzt. Ich darf auch mal ein bisschen Werbung machen, auch wenn das im Prinzip unentgeltlich ist. Da gibt es nichts für zurück. Aber ich bin so zufrieden damit, was ich bei so manch anderen großen Lieferanten im Motorradbereich oder Zweiradbereich vielleicht nicht sagen kann. Insofern, ihr seht, Lieferung ist von FC Moto. Bestellung online war ganz easy. Ist direkt im anderen Tag geliefert worden. Insofern bin ich echt dankbar. So, dann schauen wir jetzt mal. Das sind zwei Sachen im Prinzip, die ich schon mal bestellt habe. Morgen kommt noch ein Karton. Aber es geht jetzt allen voran um das Modell. Ist ein Helm, nennt sich Momo Hornet. Also Momo, die altbekannte italienische Rennsportmarke. Ich fand es ganz cool. Die Farbkombination passt natürlich zu meinen. Ihr wisst, es ist immer alles so ein bisschen gelblastig. Also wenn man da mal ein bisschen hier rüber schaut, sollte klar sein, dass da immer ein bisschen Gelb im Spiel war. Ne? Insofern schauen wir uns jetzt mal das Ding an. Der hat eine ganz geile Lackierung. Ist Anthrazit Metallic, soll er sein, mit Neongelb. Ja, und das würde dann ja perfekt passen. Ja, packen wir das Ding aus, ihr seid dabei. Ja, zwei Sachen drin. Zum einen ganz geil, ich habe einen Rucksack bestellt. Ihr seht, den kann man hier oben festmachen in dem Bereich. Den kann man unten auch nochmal festmachen, quasi um die Hüfte. Eine schöne Carbonschale hier. Der war gar nicht teuer. Ich meine, dass der um die 30 Euro gekostet hat. Jetzt 24 Liter. Ja, Fassungsvermögen kannst du hier innen drin aufmachen und dann ist das geil für auf dem Rücken zum Fahren, wenn man auf Tour ist und will ein bisschen was mitnehmen. Der Schriftzug hier, der ist reflektierend, also auch im Dunkeln gar nicht so schlecht und ich finde mit dem Carbonmuster sieht es ganz cool aus. Darum geht es aber gar nicht heute, es geht um das andere Teil hier. Hier haben wir den Karton. So, Momo Design, das steht hier, Safety Research Technology. Okay, ja, gehen wir mal ins Detail. Ihr seht, die Helme aus Italien, die fallen ja eh bekanntlich wie auch Arai-Helme immer ein bisschen kleiner aus. XL entspricht da eher einem L. Insofern ist das ein echtes L. Ich würde immer eine Nummer größer nehmen, habe ich mittlerweile festgestellt, auch bei meinem Rennsporthelm aus Arai, von Arai aus Japan. Immer eine Nummer größer. Ne? Ja, Karton sieht soweit alles unbeschädigt und gut aus. Packen wir das ganze Ding mal aus hier. Auf jeden Fall machen die das cool, schön verpackt, wie man hier sieht. Ja, und dann gucken wir noch mal rein. Ja, hier sieht man schon. Schauen wir doch mal flott. Haben die gut verpackt. Es ist also, zack. So eine Stofftasche drum, finde ich ganz schön immer. Die ist auch relativ dick hier, finde ich jetzt gerade. Also es gibt ja oftmals Helme, die haben einfach nur so eine ganz dünne, einlagige Stoffgeschichte. Gucken wir jetzt mal, ob das irgendwie gepolstert ist oder was. Ja, der Helm war, kann ich sagen, auch bei FC Moto aktuell im Angebot. Regulär 300 Euro. Und so viel wollte ich für mein neues Gefährt nicht ausgeben. Der Grund, warum ich den Arai-Helm nicht benutze auf der Straße, ist, weil der hat zwar sämtliche Normen für den Motorsport, aber keine E-Kennung. Und sollte man mal angehalten werden oder sollte es mal zu einem Unfall kommen und was passieren,
ich habe keine Lust, dass das ein Streitthema ist. Deswegen gibt es einen extra Helm hier ja, für unser neues Gefährt mit Straßenzulassung. Und dann schauen wir doch mal. Ja, hier sieht man auch, ist tatsächlich zweilagig hier, so ein bisschen gepolstert. Insofern, ja, sehr cool. Und jetzt geht's ab zum Helm hier. Oh, oh, oh. Ja, das geht mal ab, ne? Das ist wirklich fluoreszierend gelb. Ja, fand ich halt sehr cool gemacht. Silber und Schwarz abgesetzt mit dem Momo-Design-Schriftzug. Man sieht, die haben das hier so ein bisschen an der Seite in so einem Carbon-Muster gemacht, wenn man das vielleicht in der Kamera sehen kann. Ja, ansonsten noch alles neu. Ja. Ja, der hat halt jetzt keine Schlaufe, sondern einfach wie ein ganz normaler zugelassener Straßenhelm hier zum Einrastern hier mit so einem Zug dran. Ja, also so wie es sich auch für einen straßenzugelassenen Helm gehört. Wo ich immer schon mal ganz gerne drauf gucke, ich meine, erstmal erster Eindruck, voll geil. Also passt auch zum Gefährt, also wenn ihr das Gefährt seht, dann wisst ihr schon, was ich meine. Und ja, ein paar Flusen hier drauf, aber nichts dran, nichts beschädigt, das ist alles okay. Hier haben wir nochmal die Modellbezeichnung, da haben wir sie. Also XL entspricht eigentlich einer echten Größe L aus dem Helm von hier. Hornet Fluo Yellow, Artikelnummer und ja, Hersteller ist Momo Italien, also Momo Design Helmets, voll geil, dass die sowas bauen. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung, die brauchen wir jetzt nicht. Und so ein paar reflektierende Aufkleber, die brauchen wir auch nicht. Ja, insofern schauen wir uns das Ding doch mal ein bisschen aus der Nähe an. Ja, gucken wir uns das gute Stück mal an. Also ich weiß nicht, ob man es hier in der Kamera erkennen kann. Ich halte da gleich nochmal eine Nahaufnahme drauf. Dieses Kunststoffteil hier, wo das Visier eingefasst ist, hat so ein bisschen so eine Carbonstruktur. Ich finde, das sieht gut aus. Ansonsten haben wir den, bei der Variante ist es jetzt wirklich unten schwarz, ist auch so glänzend schwarz, ist kein Metallic-Anteil drin. Silbermetallic mit weißem Schriftzug und wirklich ein fluoreszierendes Gelb. Ich finde, das fällt schon auf, passt auch zum Rest. Ich meine, ihr habt es gerade gesehen, beim Kartsport habe ich sowas auch immer mit Gelb abgesetzt. Der hat hier oben so Belüftungsklappen zum Öffnen, dann kann die Luft hier reingehen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, zieht also wirklich gut da direkt rein, sammelt sich hier und hat dann so eine Art Ram-Air-System, dass es da reingeht. Bleibt jetzt erstmal hier zu. Hier vorne sind noch Belüftungsschlitze drin, die kann man entsprechend hier hochklappen, dann ist es dicht. Aber ich bin immer ein Freund von Belüftung, also alles auf. Und hier unten am Kinnteil haben wir ebenfalls noch eine Klappe, die kann geöffnet werden. Dann kann zum einen Atemluft raus und vielleicht strömt auch noch ein bisschen Luft rein. Ja, ansonsten klares Visier serienmäßig drauf. Ihr habt gesehen, hier ist noch so eine Folie drauf, die machen wir gleich auch mal ab. Ich sehe hier gerade, ja, das ist einfach nur so eine Schutzfolie hier. Da, aber das mache ich nachher in Ruhe, kann wieder drauf gerade. Das Visier liegt sauber an hier an der Dichtung. Da gucke ich immer, dass es auch wirklich dicht ist. Gerade wenn man mal im Regen fährt, ist ja doch doof, wenn das voll läuft. Und ansonsten muss ich echt sagen, von der Wertigkeit ist das Ding schon gut. Schauen wir mal hier rein. Hier ist so ein Teil für die Nase, dass eben im Prinzip die Luft nach unten geht und nicht gegen das Visier. Wir haben auch hier unten noch einen Kinnabschluss. Also ist wirklich hochwertig gemacht. Ich finde auch hier, das sieht hochwertig aus, das fühlt sich auch hochwertig von den Materialien an, also kein billiger Stoff oder kein billiges Plastikleder oder so. Hier hinten ist noch so eine kleine reflektierende Stelle drin. Ja, als Gewicht geben die 1580 an. Das ist für so einen Straßenhelm jetzt nicht ultimativ leicht, aber auch nicht schwer. Also ich finde, das ist okay. Es kommt ja nicht nur darauf an, wie schwer der ist, sondern wie auch das Gewicht verteilt ist. Und angenommen, man fährt jetzt so, erste Stellung mal offen. Der ist von der Balance ziemlich gut ausbalanciert. Also ich habe nicht so eine hecklastige Gewichtsverteilung und dass vorne gar nichts wiegt, sondern das ist ganz gut ausbalanciert. Hinten ist auch nochmal was zum ja, B- und Entlüften. Auf jeden Fall cool gemacht mit so einem ja, kleinen Spoiler-Ansatz, sage ich mal. Ganz cool ist, du kannst die Polster komplett rausholen. Das habe ich nachgelesen. Waschen, es gibt einzelne Polster nachzukaufen.
Es gibt alle Teile nachzukaufen, also wenn mal was kaputt gehen sollte oder ein Visier zerkratzt, gebrochen, wie auch immer, kannst du alles einzeln kaufen und das ist wichtig. Ich meine, wir haben hier einen namhaften Hersteller, hat im Rennsport schon Historie und ja, auf jeden Fall ganz cool gemacht. Ich bin voll überzeugt dadurch, dass der so lackiert ist von der Farbe, allein schon, weil er gelb ist. Also die Jungs und Mädels, die mich kennen, die würden lachen. Ich habe den 50% des Kaufs war schon wegen der Farbe und jetzt gucken wir uns die Qualität mal an. Das Ding hier, ich muss da immer lachen, ich brauche das nicht, aber du kannst deswegen auch das Gewicht hier ausklappen. Machen wir mal so. Und wenn du das hier runterklappst, dann ist das so eine Sonnenblende. Also eine Art Brille, ne? Als Sonnenschutz. Ich sag mal, wenn du das Visier zumachst, siehst du ein bisschen aus wie Robocop, aber ist auf jeden Fall ganz cool. Innen drin auch dann wirklich praktisch als Blende, also Blendschutz. Ja, hier kommt ein kleiner Streifen mit einem Logo drauf und das ist auch schon ein guter Sonnenschutz. Das werde ich also relativ selten benutzen, sage ich jetzt mal. Aber wenn man es hat, dann hat man es und dann ist das auch cool. Fährt auch wieder schön ein und aus. Ja, Wangenteile, wie gesagt, die Polster kannst du einzeln rausholen. Und ich muss ehrlich sagen, der war jetzt im Angebot, schaut selber, ich mache keine Werbung jetzt, ich habe nur gesagt, ich habe ihn da bestellt und das ist top. Schaut auf die Webseite FC Moto, da war er im Angebot und für das Geld brauchst du dir keinen Baumarktroller kaufen. Einen Baumarktrollerhelm, so war es, ja. Ja, man sieht auch manchmal, wie diese Dichtungen hier unten angearbeitet sind, ob das alles schon abgeht oder so, aber gar nicht, sieht alles hochwertig aus, also das ist echt in Ordnung und da wird man viel Spaß mit haben. Er hat, wie gesagt, die E-Kennung hier im Helm drin, irgendwo wird sie hier sein, meistens am Gurt irgendwo und damit ist der straßenkonform zu fahren. Ja, und darum ging es mir, der teure Helm wird ein bisschen für die Motorsportgeschichten geschont. Wie gesagt, ich hatte hier ein Tütchen drum. So ein Stoffbeutel, der ist auch hochwertig gemacht, ist mehrlagig, das heißt innen so ein bisschen weich und dann hier noch so eine ja, weiße Stoffschicht, also das ist wirklich okay. Dicker als zum Beispiel die vom Arai, da ist wirklich nur die äußere Schicht dabei, das muss man auch mal erwähnen. Also eine klare Kaufempfehlung kann ich aussprechen, ich bin echt überzeugt, sieht geil aus, fasst sich geil an, man merkt auch manchmal hier an so Geschichten, wie du das Visier aufmachst, ob das hier irgendwie wackelt oder sowas, da wackelt gar nichts hier, also wirklich, ich fasse hier fest an. Da, das ist relativ verbiegefest, man hat auch hier eine gute Dicke vom Visier, also das ist nicht so ein dünnes Plastikding, ja, und es ist eben kein billiger, ja, Baumarkthelm, sondern ein vernünftiger Motorradhelm, ne? Ordentlich lackiert, ich sehe hier keine Lackfehler oder so an der Kante oder dass hier irgendwas schief ist, also wirklich schön gemacht. Man merkt auch, er ist nicht beklebt, sondern ich merke hier eine Lackkante, also vom Übergang her, und er ist wirklich lackiert und das finde ich halt geil. Also für das Geld einen vernünftig lackierten Helm, top, ja. Insofern, ich halte euch auf dem Laufenden, was das neue Gefährt anbelangt, kommt im nächsten Video. Bisher müssen wir die Sommerpause ja auch überbrücken, von daher Dankeschön und viel Spaß ja, beim nächsten Video. Es gibt noch eine Nahaufnahme und dann war's das. Ja, da sieht man manchmal sogar, da sieht man das mit diesem Carbon, ne, an der Seite. Das hat der schwarze und der in der anderen Farbe auch. Und man muss echt gucken, je nach Kamera hat man hier so einen Limettenstich. Es ist neongelb. Also die Kamera, ich merke wirklich, die Farbe kommt nicht so rüber. Ist es schon fast ein bisschen limettengrün, glaubt es mir, es ist neongelb. Ja, das ist das Gelb, was beim Grello Porsche auch neongelb ist. So, so gelb ist das. Also wirklich, glaubt mir, es ist hier, jetzt auf der Kamera sieht es ein bisschen aus wie Speedgelb von Porsche, aber das ist greller und heller. Ja, unten wie gesagt schwarz. Hier sieht man auch Metallic-Anteil und wie ich schon sagte, schön lackiert. Ja, schauen wir einmal hier rum. Ich meine, der Helm ist ja noch relativ neu auf dem Markt. Hier vorne haben wir auch nochmal Logo und Schriftzug. Da ist noch ein Flusen drauf, aber das ist egal. Ja, Größe XL entspricht, wie gesagt, einem europäischen Helm oder sagen wir mal einem deutschen Helm, so einem Schubert oder irgend sowas L. Ja, hier haben wir auch nochmal den Schriftzug. Hier können wir die
Sonnenblende ausfahren, wie gesagt. Hier oben kann man noch Belüftung frei machen. Da gehen wir nochmal rein. Dann sieht man das auch hier in dem, kann man sehen. Ja, da sind auf jeden Fall, da sieht man es ein bisschen, da die Belüftungslöcher. Ja, und das war's. Wie gesagt, gewichtstechnisch nicht ultimativ leicht, aber definitiv als XL-Helm kein Problem. Das passt und lässt sich schön aufteilen. Ja, einen kleinen Spoiler hinten drauf, macht auch einen schlanken Fuß. Insofern, für das Geld, was ich jetzt bezahlt habe, schaut mal auf die Webseite, was er kostet. Eine absolute Kaufempfehlung, voll geil. Ansonsten bleibt euch nur über irgendwie Arai oder sonst was zu kaufen und da ist man auch mal schnell 500 bis 1000 Euro los. Und das hier kostet einen Bruchteil, glaubt's mir. Ja, sind nur noch wenige Stückzahlen da. Insofern, wer Bock hat, Farbkombi ist echt saugeil, kaufen.